Wer wird gebastelt? Haha! 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 Hey, wie kehrt mich? Spaß! Motto gruselig! Okay, reicht es. Warte, ich hab's. Base, hab ich die 100k. Recall, danke. Danke, danke. So, was geht ab? Ey. Wer hat dieselbe Bettdecke? Manu, hast dieselbe Bettdecke? Wer hat diese Bettdecke? Frisch gewaschen noch, Hammer. Halten Days, hab ich die 100k. Zensieren. Verboten. Oh! Ey, ich bin behindert gerade, Walla. Wisst ihr, warum ich behindert bin? Soll ich euch sagen, warum ich behindert bin? Ich bin so geboren. Ich kann da nichts dafür. So, ich bin behindert geworden, weil ich war gerade das erste Mal nach langer Zeit wieder Sport machen. Und nach dem Sport bin ich nicht duschen gegangen. Das heißt, ich stinke gerade und sitze hier. Und wenn ich meinen eigenen Geruch rieche, dann werde ich so. Auf Upload-Button. Oh, yeah. So. Ich bin gerade echt ADHS-Modus. Woo! Okay, ich schon 21 Uhr. Okay, Bruder, chill. Bleib. Boah, ich tue gerade so, als hätte ich irgendwie im Lotto gewonnen. So. Aber ich war fast pünktlich, ne? Ja, ich bin noch am Stinken und so, ich schwöre, ich bin noch am Stinken, ich weiß nicht warum, ich habe mich geduscht, ich bin so dreckig, ich bin ekelhaft und ich mag das, dass ich ekelhaft und dreckig bin, Leute, ich kann nichts dafür, ich bin einfach so behindert und ekelhaft geboren. Ich glaube sogar bei meiner Geburt, als die mich danach waschen wollten, habe ich rumgeschrien. Oh mein Gott, ich bin so dreckig, bitte, warum ist man so dreckig, erklär mir, warum ich so dreckig bin, Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen behindert. Ich muss echt wieder normal werden. Warte, ich muss kurz hier mein Handy. Ich rufe ein paar Kollegen an, während ich live bin. Und das fuckt mich immer ab. Bester Mann. Es ist alles seine Schuld. Es ist mein Homeboy. Setup Down-Syndrom. Bester Mann, ich schwöre. Ehrenmann, Alter. Ich feiere den so hart. Setup Down-Syndrom. Das ist der Held, Alter. Niemand darf den hier bahben. Der ist Bahber King Nummer 1. Das ist Maskottchen der ABK Army. Ja? Ich stelle vor, Sarah Down-Syndrom. Er hat die Bitches weggeflext, bei ihm läuft, er hat Para, er hat alles. Sarah Down-Syndrom, du bist King. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, dieser Sarah Down-Syndrom, der ist ja wirklich krass in Amerika, ne? Da postet er auf Twitter auf seiner Seite immer so: Today I fuck bitches. Today I fuck 3 hoes, man. Today I fuck bitches. I got cash in the ass, you know? Er postet immer sowas, ich schwöre, bei den Amerikanern auf Twitter. Der nennt sich, glaube ich, ACAP irgendwas. Und dann, I fuck bitches today. Ah, yeah, you know, I got bitch, I got swag, I got... Hallo, ey, wie kehrt mich? Abonniert mich, einen Daumen hoch. Setup Down-Syndrom. Normal, Bruder, ich helfe dir immer, wenn du Probleme hast, Bruder. Walla, ruf keine Polizei, Bruder, ruf mich. Wenn Leute mich sehen, die trauen sich gar nicht, mich kaputt zu schlagen, weil die ganz genau wissen, dass ich schon kaputt bin. Was willst du schon an mir kaputt machen, Bruder? Ey, geil. Setup Down-Syndrom, Ehrenmann. Absolut. Abo! Absoluter Ehrenbruder. Setup Down-Syndrom. Wenn ihr den auf der Straße seht, nicht treten, nicht schlagen,
Also generell nicht schubsen, weil der hat immer Joghurt im Rucksack. Merkt euch das. Setup Down-Syndrom hat immer Joghurt im Rucksack. Okay, das ist ganz wichtig. Ich muss euch nochmal auch ein Bild zeigen, damit ihr das Ganze auch versteht, warum dieser junge Mann, Setup Down-Syndrom, so wichtig ist. Moment, das muss ich euch auch noch kurz klarstellen. Ich suche es mal eben raus. Das ist ganz wichtig, damit ihr auch vieles versteht. So. Joghurt im Rucksack. Hier. Dieses Bild, ja, das passt halt zu Setup Down-Syndrom. Genau, Moment, mache ich hier wieder Flugmodus an. So, hier. Dieses Bild. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Seht ihr das? Dieses Bild hier. Bitte nicht schubsen. Ich habe einen Joghurt im Rucksack. Moment. So. Seht ihr das? Bitte nicht schubsen. Ich habe einen Joghurt im Rucksack. Und das gilt für Setup Down-Syndrom, ja? Bitte nicht schubsen. Er hat einen Joghurt im Rucksack. Merkt euch das. Dankeschön. So. Können wir weitermachen. Ich wollte Gäste annehmen. Ich habe auch Hunger, ich habe auch Bock auf Joghurt, ich schwöre. Wir haben sogar diese Joghurt gekauft. Ich zeige euch, welche Joghurt meine Mutter gekauft hat. Ich zeige euch was. Diese Joghurt. Seht ihr? Was ist das drauf? Guck mal, da ist ein Hurensohn drauf. Ich fick den, Alter, der Hurensohn. Wer ist das? Was hat er da im Mund? So, auf jeden Fall, das ist immer schön preiswert Milbona, Bruder. Safari Milbona. 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 Milbona, das ist Joghurt Milbona. Der Joghurt heißt Milbona, aber marokkanische Mamas nennen den Joghurt Milbona. Milbona. Milbona, Bruder. Ich sag wie Milbona. So, wollen wir mal anfangen. Ja, Moment. Ich muss mal kurz die Kommentare hier durchforsten. Ne? Genau, ich wollte was Gruseliges erzählen. Genau, Moment. Soll ich singen? Nee, Bruder. Mein Album kommt bald. Ja, Mann, die Gruselgeschichte. Ey, krass, dass ich das manchmal von euch gemerkt habe. Morty hat drauf gewartet, so war zu Hause. Ey, morgen kommt. Jetzt erwartet mich schon was Krasses, aber so krass ist. Also ich werde das nicht ganz erzählen, weil da sind ein paar Sachen, die möchte ich nicht öffentlich machen, weil ich ganz genau weiß, dass es Leute gibt, die dann wieder, ja, das anders auslegen. Deswegen, so, okay, ich erzähle euch jetzt mal die Sache. Erstmal übrigens, Heike, richtiger Ehrenmann, muss ich euch erzählen. Moment. Guck mal, was für ein Ehrenmann der ist. Er hat mich nicht nur vor der Schlägerei gerettet, sondern er und Momo, wer kennt von euch alles Momo, der in den Vlogs immer sein Handy sucht, wer kennt den alles? Wer kennt ihn? Der immer am Strand liegt oder sein Handy sucht in Kuba, in Moskau, überall. Ja, ihr kennt den alle, ne? Der und Heike haben mir das Spiel hier gekauft. Absolute Ehre. Und ich bin in diesem Spiel, ich bin einfach in einer anderen Welt. Ich kann nicht mehr einschlafen, ohne dieses Spiel vorher gespielt zu haben. Ich schwöre, meine Mama feiert dich. Schöne Grüße an deine Mama. Ich küsse ihre Hände. So, auf jeden Fall. Super Mario Party, bestes Spiel. Danke Heike, danke Momo. Ich hoffe, du findest dein Handy irgendwann. So. Also. Ja, das Heftige ist, zu dem Spiel habe ich auf Instagram auch erzählt. Wisst ihr, wie ich das bekommen habe? Ich wollte halt voll früh aufstehen und mir das dann holen gehen in der Stadt. Auf einmal schreiben die bei WhatsApp in unsere Gruppe. Wir haben eine Gruppe, die heißt Harlims jüdischen Brüder. Und wir haben die Gruppe so genannt, weil die denken so, ja ey, Harlim, zieh mal durch mit YouTube, vielleicht machst du irgendwann Pada und so. Deswegen haben wir die Harlims jüdische Brüder genannt, weil die mich jetzt zusammen unterstützen. Die kaufen mir Energy Drinks, die kaufen mir Essen. So nach dem Motto, die sagen, du Bruder, du brauchst deine Kraft, du brauchst deine Energie, damit du weiterhin Videos machst und gute Videos machst. Ja, weil in letzter Zeit machst du gute Videos. Dann machen die so, weißt du, was ich meine? Und dann kaufen die mir halt so immer Energy Drink, alles mögliche, verwöhnen mich so Motto. Damit die sagen, komm, du bleibst
zu Hause, bitte. Die gehen dann raus und sagen die, nee, du bleibst zu Hause. Hast dein Video schon geschnitten? Nein, habe ich nicht. Okay, dann bleibst du jetzt zu Hause, schneidest dein Video. Willst du was zu essen? Dann holen wir dir jetzt gleich eine Pizza. Mario Party? Nein, du gehst nicht raus. Wir kaufen dir Mario Party, damit du zu Hause bleibst und danach auch dein Video machst, ja? Okay, so, die behandeln mich wie einen Behinderten. Und dann kraulen die mich schon mal am Rücken, weil ich mag das, gekrault zu werden. Und egal, wo wir sind, dann, Miskin, Miskin, komm her. Und wenn Heike den Abonnenten manchmal trifft, dann sagt er zu den Abonnenten, ey, könnt ihr den Halim am Rücken kraulen? Der mag das. Und dann krault. Und dann schreiben die auch in meine WhatsApp-Gruppe, hast du Halim heute schon am Rücken gekrault? Hast du das schon gemacht? Die sind behindert, die sind krank, die sind richtig krank. Und ey, die sagen immer so, Miskin, komm, das holen wir für Halim, komm, das holen wir für Halim. Dann kaufen die mir ein Kinderüberraschungsei. Wusstet ihr auch, dass Heike sich manchmal Babybrei kauft? Er kauft sich Babybrei und isst das. Die sind richtig behindert, ich schwöre, meine Schwester, das sieht, fuckt ihr sich schon mal richtig ab. Warum macht ihr mit dem so? Die sagen dann immer so, ey, BK ist so unselbstständig, wir mögen das, der ist unselbstständig, der kann nichts alleine, deswegen, das ist so unser, machen die so, geben die mir einen Kuss, dann kaufen die mir Mario Party, letztens haben die mir Mario Figuren gekauft. Einfach so, die mögen das, die sagen, die mögen das, mich zu verwöhnen. Wow, 5000 Barren, Bilal Sado, schöne Grüße, Dankeschön, Bruder, 5000 Barren. Auf jeden Fall, die machen das die ganze Zeit, und das finde ich dann immer so lustig, aber ich vermisse die, wenn die dann nicht da sind. Ich bin wirklich unselbstständig. So. Auf jeden Fall. Behindert, ne, wie die mich behandeln. Behindert. Frag mal Heike, der wird sagen, ja, das ist ein kleiner Fettsack. Wir behandeln ihn gerne so. So. Okay. Jetzt erzähle ich euch mal das Gruselige, was ich euch erzählen wollte. Okay. Es ist jetzt nicht so krass gruselig, Leute, aber mach Licht aus. Licht aus? Soll ich dabei Licht ausmachen oder Licht anlassen? Sagt ihr, wir mögen dich. Ich mag euch auch. Wunder. Wie viele Euro sind 5000 Barren? Bruder, ich glaube, lass mich nicht lügen, irgendwas mit $40, $50, ich weiß es nicht, Bruder, dann rechnest du das um und keine Ahnung. Sag mal so 40 Euro, 35 Euro, so in dem Dreh. Okay, ich erzähle jetzt. Licht aus! Ich mache Licht aus, okay? Das, ey, ihr wartet jetzt was voll krass, ich bin so enttäuscht. Ich muss jetzt die Geschichte voll in die Länge ziehen. Ich muss richtig auf 10 Minuten Video machen. Stella Down-Syndrom ist schon gruselig. Stella Down-Syndrom ist Ehrenmann, Bruder, der hat uns gerettet. Okay, ich mach jetzt, ich mach Licht aus und dann erzähle ich euch das. Aber es ist nicht so krass, obwohl doch. Ich erzähle euch die Geschichte, Leute. Also, guck mal. Seid ihr bereit? Ich erzähle euch das. Ich habe auch wieder Bock, so ein richtig gruseliges Video zu drehen. So ein richtig gruseliges, habe ich auch mal wieder Bock drauf. Auch wo ich Geistergeschichten erzähle, die echt passiert sind. Aber das ist halt immer so ein bisschen schwierig bei solchen Videos. Weil es, keine Ahnung, ist ein bisschen komisch. Okay, ist nicht so krass, obwohl doch, beste Deutsch. Hier, ich erzähle euch das. Das Ding ist folgendes. Und zwar, vor einigen Tagen, ne, war das halt bei uns so, ich habe ja ein Dachbodenzimmer, okay? Und das ist halt bei mir so, das Dachbodenzimmer, da sind halt, das ist quasi eine Abstellkammer, so gesehen, okay? Das kostet auch nur so 20 Euro im Monat oder so. Ist halt eine Abstellkammer, so gesehen. Und dann ist das halt oben bei uns auf dem Gang so. Jeder Nachbar, also jeder, der in diesem Haus wohnt, hat quasi ein Zimmer oben. Und alle benutzen das als Abstellkammer, außer ich und mein Bruder. Und der hat halt einen Raum neben mir. Und vor kurzem war das so, da hat dann meine Mutter so, boah, das war schon krass, dann ich war oben in meinem Zimmer, ne, ganz normal, ganz chillig, so war nix. Und hat dann so gedacht, dass mein Bruder zu Hause ist, so. Halt in seinem Zimmer, so, da kommt man schon später nach Hause, dachte ich, der ist in seinem Zimmer, ganz normal. Aber, der war anscheinend gar nicht zu Hause, ne. Hat meine Mutter mir das gesagt, so. Und dann meinte meine Mutter so, ja, ey, richtig komisch, so. Du hast einen Bruder. Ja, ich habe einen Bruder. Aber ich erzähle das nicht auf YouTube und so, weil ich will den raushalten aus diesen Internetsachen. Deswegen erzähle ich nicht, dass ich einen Bruder habe und so. Weil ich will nicht, kennst doch, ich halte Freunde von mir, die damit nichts zu tun haben wollen, halte ich aus YouTube raus. Und ich schalte auch meinen Bruder raus, wenn er nichts mit YouTube zu tun haben will. Also ich bin generell so, die Leute, die mir sagen, aus meiner Familie und aus meinem engen Kreis, ey, erwähnen mich niemals und sag nichts und so, das mache ich dann auch so. Ich lasse das alles raus. Deswegen, ich rede auch gar nichts darüber, ich sag auch nichts, irgendwie, wie ich zu ihm stehe, dies, das. Ich bin halt auch meine Fresse. Okay? So, also, pass auf. Ey, wie kein Ehrenmann. Ja, das ist doch so, wenn ich doch Freunde habe und Familie, die sagen zu mir, ey, zieh mich nicht in das Internet rein, dann zieh ich die nicht mit da rein. Ich bin ja ein Schlitt Junko, dass ich irgendwelche Leute da reinziehe
die nicht mal ein Gesicht in der Öffentlichkeit haben. Meine Schwester chillig, die sagt selber, okay, ich kann ab und zu mit dir ein paar Lachkicks machen, das war's. Heike will das selber, Momo hat auch Bock, aber die anderen Leute ziehe ich nicht hier rein. Egal, scheiß drauf, auf jeden Fall, der ist älter als ich. Auf jeden Fall, das Ding ist, sein Zimmer, er war halt mehrere Tage nicht da und ich dachte aber, er wäre da, ne? Und das Gruselige an der ganzen Sache ist dann, meine Mutter war dann vor, also an dem Tag, wo er halt gegangen ist, war sie in seinem Zimmer und hat halt da ein bisschen aufgeräumt und ganz normal Kleiderschrank, so Klamotten da reingemacht, die gewaschen wurden und so halt, ihr kennt das, ne? Wäsche da reingemacht, Surfing. Und auf einmal meint meine Mutter so, dann vor ein paar Tagen meint die, ja, ich hab gehört, weil unter dem Zimmer meiner Mutter, wo sie hier schläft in der Wohnung, ist das Zimmer von meinem Bruder, ist halt da drüber. Und dann hat sie so gehört, so wie Geräusche. Ja, jetzt nicht krasse Geräusche, aber so ein bisschen, als wäre da einer. Weil bei uns ist das so, du hörst, das ist Dachboden, du hörst das, wenn einer geht oben, ne? Meine Mutter so, ja, ich höre da Geräusche, aber ich dachte so, der ist doch nicht da, warum höre ich da oben Geräusche und so, ne? So, meine Mutter am nächsten Tag, als es heller war, ist die hochgegangen, ne? Jemand hat dir bei YouTube 100 Euro gespendet. Als ob, Alter. Ich kann das ja nicht sehen. Ich kann das nicht sehen. Erstmal an denjenigen, der das gespendet hat. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Wenn ich das nachher sehen sollte, schreibe ich dir eine Nachricht auf jeden Fall. Schreib mir bitte mit deinem Instagram-Namen. Dann schreibe ich mir eine Nachricht und bedanke mich persönlich bei dir. Also schreibe ich dir eine Nachricht. Aber ich kann das halt nicht sehen. Wenn ich weiß jetzt, ob du mich verarscht. Oder wenn, danke dir. Ich küsse dein Herz. Schau, kriegst du das 100-fache zurück. Auf jeden Fall. Derjenige, der 100 Euro auf YouTube gespendet hat, sag mir deinen Instagram-Namen, ich schreibe dir privat eine Nachricht, ich mach vielleicht kurz mit dir Videochat, ich bedanke mich dann persönlich bei dir. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall. Danke, Bruder. Bei YouTube ziehen die aber viel Geld ab, aber ist egal, es geht nur um das Prinzip, dass der überhaupt was gegeben hat. Krass, ich sag das gleich meiner Mutter. Okay, jetzt erzähl ich euch weiter, wie das war. Auf jeden Fall, dann ist meine Mutter hochgegangen am nächsten Tag und dann findet sie oben in dem Zimmer eine Hose auf dem Boden liegen. Und Kleiderschranktüre offen. Ne? Und sagt so zu mir, hey, Halim. Ich so, ja, was denn? Guck mal, da war, die Hose lag auf einmal auf dem Boden und Kleiderschranktüre war offen. Ich so, ja, Mama, hör auf, mich zu verarschen. Laber doch keinen Scheiß und so. Was kann doch nicht sein und so. Meine Mutter meinte, ich bin sogar so weit gegangen, dass ich deinen Bruder angerufen habe und ihn gefragt habe, ob er kurz zu Hause war. Und vielleicht, weil er irgendwas vergessen hat oder sich umziehen wollte. Und so, nein, ich war nicht zu Hause. Nur seit mehreren Tagen jetzt schon hier und so. Das ist krass. Das ist richtig krass. Dann haben wir es auch meiner Schwester gesagt. Meine Schwester meinte, nein, bestimmt hat Mama nur irgendwie, keine Ahnung, was vergessen. Weil meine Mutter vergisst manchmal ein bisschen wegen Stress und so. Meinte, vielleicht hat die was vergessen, dies und das. Meine Mutter so, nein, die war sich richtig sicher, dass die da nichts vergessen hat. Gar nichts. Schranktüre war offen, also so halb. Also schon weit offen, aber jetzt ganz offen, so halb. Und die Hose lag mitten im Zimmer auf dem Boden. Und dann habe ich richtig Schiss bekommen. Auf dem Dachboden, ne, und ich mache immer Witze über Geisterdachboden und so, ne, werde ich auch weiterhin machen, aber trotzdem, Audible, vor allem mein Zimmer ist ja direkt daneben. Einmal sogar richtig krass, ich gehe in mein Zimmer rein, das war aber Wind, ich gehe in mein Zimmer rein und die Dachbodentüre geht von alleine so richtig, der Griff geht runter, zack, geht auf. Boah, wie ich mich erschrocken habe, ich bin reingerannt in mein Zimmer, ne, ich bin reingerannt. Ich schwöre, das war ein Schock. Das war aber Wind, das war richtig starker Wind. Sogar einmal bin mir Fenster kaputt gegangen wegen dem Wind. Ey, die Türe geht so runter. Puff, dieser Griff von Türe, puff, und Dachbodentüre geht auf. Ich laufe in mein Zimmer rein. Das war richtig, richtig, richtig heftig. Ist Altbau, ja, Bruder, ist Altbau. Richtig Altbau, Digga. Das war richtig krass. Oder was auch einmal richtig heftig war, das ist das Heftigste. Ich habe noch zwei krasse Sachen, die müsst ihr euch auf jeden Fall merken. Das ist ganz wichtig. Man sagt bei uns, wenn ihr alleine zu Hause seid, oder generell, ja, das, ja doch eigentlich, wenn man alleine zu Hause ist, also allgemein, wenn ihr zu Hause seid und euch jemand ruft, ne, dann sollt ihr nur antworten, wenn ihr die Person seht, gerade, also wenn ihr die Person in unmittelbarer Nähe habt, weil es ist auch zum Beispiel so, dass, man sagt ja, Geister können die Gestalten von Menschen annehmen. Die können ja wirklich so, wie dieses Pokémon damals, kennt ihr das Pokémon, das damals jedes Pokémon imitieren konnte? So ist das mit Geistern auch. Die können ja die Gestalt von deinen vertrautesten Personen annehmen. Weil es sind ja auch irgendwo Seelen. Die können einfach die Gestalten von anderen Personen annehmen. Und deswegen kann ein Geist beispielsweise, Geister sehen ja nicht aus wie Geister. So durchsichtig und das stimmt gar nicht. Aber ihr müsst euch vorstellen, die nehmen die Gestalt von anderen Personen auf. Warum? Damit ihr ein vertrautes Gefühl habt.
und auch dann eher in die Falle läuft. So, das ist ja klar. Das Ding ist aber, die können dann sogar Stimmen annehmen der Person, 1:1. Und deswegen, wenn ihr alleine zu Hause seid, müsst ihr darauf achten, du bist ja endaktiv zurzeit. Ja, Bruder, ich hab ein bisschen Bock. Heike, Momo motivieren mich, Leute motivieren mich. Also, pass auf. Die Geister können halt Gestalten annehmen von Menschen, die ihr liebt und generell auch von einfach generell von Menschen. Und das ist wirklich so. Und das Krasse ist, ich war einmal in meinem Dachbodenzimmer, 5 Uhr morgens. 5 Uhr morgens. Mein Bett war damals noch, das kennen die Leute aus meinen alten Videos, das war direkt an der Türe. Und da hör ich um 5 Uhr morgens, hab ich auch schon mal hier auf Juno erzählt, hör ich so, Halim, Halim, Halim. So, ne? Ich höre so meine Mutter und ich werd so wach, voll schweißgebadet. Ich hab mir gedacht, nee, antworte nicht. Warum sollte Mama jetzt einfach hier hochkommen? Einfach so aus dem Nichts, ne? Zack, zack, ich höre so meine Mutter, Halim, Halim. So wie der auf Marokkanisch sagt, Halim, Asumtawat, Halim, Halim, mach auf, ne? Ein paar von euch kennen die Story. Ich so, nee, das kann ich nicht, voll Panik, übertrieben Panik. Hab mich umgedreht, hab schnell Koran gesagt, ne? Hab so Koran gesagt. Auf einmal, am nächsten Tag, ich geh so zu meiner Mutter, so 14 Uhr oder so. Ich so, Mama, warum kommst du hoch und klopfst bei mir? Ich hab mich richtig erschrocken und so. Das war so, meinte, wie viel Uhr, meine ich, weiß ich nicht. Irgendwann nachts, ich glaube 5 Uhr oder so, ne? Ich war nicht bei deiner Türe. Nein, Wallah, ich war nicht. Warum sollte ich, meinte, warum denkst du, ich geh 5 Uhr morgens hoch auf deinen Dachboden? Ich war da nicht. Wallah, ich war da nicht. Ich so, Mama, laber keinen Scheiß. Mit dir, nein, mit dir, ich war da nicht. Mit dir, hast du gebetet vor dem Schlafengehen? Hast du Koran gesagt vor dem Schlafengehen? Ich so, nein, ich bin ehrlich, nein. Mit dir, hey, mit dir, ich war da nicht drin. Ja, klar, guck mal, es sagen manche, ich glaube nicht an Geister. Geister hat auch etwas mit Wahrnehmung zu tun. Ob ihr das war, ob, das ist halt, ne, es ist etwas Paranormales. Guck mal, beispielsweise, ich kann euch eine Sache erklären, die krass interessant ist. Es ist richtig interessant. Wer von euch kennt das? Wer kennt das Ritual von euch? Wenn jemand stirbt bei euch zu Hause, dann deckt man den Spiegel ab. Haben wir zum Beispiel gemacht, wenn mein Vater gestorben ist. Dann haben wir den Spiegel abgedeckt. Wer kennt das von euch? Wer kennt das von euch? Dass man den Spiegel abdeckt, wenn jemand bei euch im Haus gestorben ist. Ja, manche kennen das. Viele kennen das. Nein, ich, ja. Einige von euch kennen das. Das haben wir auch gemacht. Wenn mein Vater gestorben ist, weil er ist halt zu Hause gestorben, mussten wir den Spiegel abdecken, ne? Und ich will da gar nicht weiter ins Detail reingehen, weil das war wirklich Schock meines Lebens und so. Ich kann euch eine Sache sagen. Wir haben überall die Spiegel abgedeckt. Und das geht, man sagt, man muss das 40 Tage lang machen. 40 Tage lang muss der Spiegel abgedeckt sein, wenn eine Person bei euch zu Hause stirbt. Ich habe erstmal gar nicht gecheckt, warum. Ne, ich dachte, wollen die mich verarschen, Alter. Das kann doch nicht sein und so. Und dann, als das bei uns passiert ist, am nächsten Tag, wo ich da aufgestanden bin, ist er zu Hause gestorben, als ich am nächsten Tag aufgestanden bin, habe ich ja voll verpeilt. So, du realisierst das ja gar nicht so, ne? Sehe ich so, hey, ganze Wohnung voll mit Gästen und so, dies und das. Und dann war ich halt im Badezimmer und der Spiegel war abgedeckt, okay? Und ich will gar nicht weiter ins Detail gehen. Ich will gar nicht weiter ins Detail, ich habe euch ja gesagt, ich habe die Leiche meines Vaters gesehen, also ich will gar nicht weiter ausholen mit diesem Thema. Nachher wird es wieder so dargestellt nach dem Motto, ja, guck mal, der macht so und so. Aber das Ding ist, der Spiegel von uns war abgedeckt im Badezimmer und ich habe dann das Tuch vom Spiegel abgezogen. Okay? Ich mir dachte, ach, und habe das abgezogen. Und mehr will ich gar nicht erzählen, ich bin von der Badewanne gefallen, habe geheult, geschrien, bis mein Onkel und alle Türe aufgemacht haben und mich aus dem Badezimmer rausgeholt haben. Ich will gar nicht weiter sehen, weil genau sagen, was ich da im Spiegel gesehen habe und wie das alles war. Es kann natürlich, ich bin ganz ehrlich, es kann natürlich auch etwas mit Einbildung zu tun haben, weil du bist in dem Moment, ey, dein Vater stirbt, du bist behindert, du das Letzte, was du vor dem Schlafen gesehen hast, ist die Leiche deines Vaters. Ist normal, dass du dir miese Sachen einbildest. Es ist normal. Ich habe mehrere Leichen gesehen, sogar als ich 12 Jahre alt war, habe ich Leichen gesehen bei uns in der Gegend von den Nachbarn. Das war aber nicht so schlimm. Das habe ich schneller verarbeitet, weil es ist erstens kein Familienmitglied gewesen und zweitens, es war nicht bei dir zu Hause in der eigenen Wohnung. Wenn jemand bei dir zu Hause stirbt, du willst nur noch ausziehen. Du willst da nur noch ausziehen. Du willst da nicht mehr wohnen. Ich schwöre, du willst da nicht mehr wohnen. So, wisst ihr? Auf jeden Fall, dann habe ich halt dieses Tuch vom Spiegel abgemacht. Ich gehe Gänsehaut, wenn ich das erzähle, wallah. Und ich war 11 Jahre alt. Ich will gar nicht sagen, was ich da im Spiegel dann gesehen habe. Aber manche von euch können sich schon denken, was ich gesehen habe. Ne, ich habe gerade schon gesagt, was ich zuletzt gesehen habe, wo ich schlafen gegangen bin. Ne? Es kann auch Einbildung sein. Es kann auch natürlich eine Einbildung sein. Ich bin ganz ehrlich, Leute. Es muss nicht unbedingt was Paranormales gewesen sein. Es ist einfach, dein Vater ist vor ein paar Stunden gestorben. Du bist behindert im Kopf. Es ist normal. Ne? Aber was ich euch sagen kann, ich habe dann gar nicht so gecheckt, so Spiegel abdecken. So, warum machen das Leute, Alter? Ich dachte mir so, ich bin 11, Alter. Noch nie sowas in der Schule gehört, dass man einen Spiegel abdeckt. Dass es überhaupt so ein Ritual gibt. Ich habe das für schwachsinnig empfunden.
Ich hab mir gedacht, Digga, das kann doch nicht sein. Was denken die sich da aus, Alter? Ich steck einen Spiegel ab. So, das ist ein Spiegel, Bruder. Der ist immer da, ein Spiegel. So hab ich gedacht. Wisst ihr? Und dann hab ich mal so, weiß ich nicht, vor längerer Zeit hab ich schon so ein paar Sachen reingezogen und hab dann gesehen, wie Leute, wie man meinte, beispielsweise, wenn jemand bei dir zu Hause stirbt, dann sagt man ja, dass die Seele des Verstorbenen 40 Tage sich noch in der Wohnung befindet. Ne? 40 Tage befindet sich die Seele noch in der Wohnung. Dachte ich mir, okay, kann ich irgendwo nachvollziehen. Klar, die Person ist in der Wohnung gestorben, hat auch in der Wohnung gelebt. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Ich glaube daran. Okay. Dachte ich mir, alles schön und gut, kann sein. So, und ist auch unheimlich ein bisschen, gab auch ein paar krasse Sachen zu Hause, die ich dann erlebt habe, aber damit habe ich gerechnet, weil es ist wirklich da passiert, ich habe es gesehen, das ist alles, es ist so. Aber das Ding ist, was ich noch viel, viel krasser fand, soll ich Licht anmachen? Ich mache Licht an. Papa, ich mach Licht an. Ey, ihr braucht nicht Angst haben, ich bin doch auch da. Ich bin doch selber da, guck mal, ich bin mit euch online, ihr seid nicht alleine im Zimmer, ich höre euch, ich sehe euch, also was heißt, ich höre euch, ich sehe euch, aber ich bin jetzt mit euch da, ihr braucht keine Angst zu haben, voila. Wir sind doch gläubige Menschen, Leute, die auch gläubig sind, die generell Gebete sprechen und gottesfürchtig sind, diese Leute brauchen auch keine Angst zu haben. Wisst ihr, so ein Geist kann euch nichts antun. Aber, ich sag euch jetzt weiter, deswegen habt keine Angst, voila, ich bin mit euch da. Wenn ich doch wüsste, da kann was passieren und so, würde ich euch das doch gar nicht erzählen. Aber ich bin mir da sicher, dass da in Schala nichts passiert. Deswegen kann ich euch das so ruhigen Gewissens sagen. Also, pass auf, jetzt sage ich euch. Wir waren stehen geblieben bei dem Spiegel. Ja? Okay? Wir waren stehen geblieben bei dem Spiegel. Das Ritual heißt, du bedeckst den Spiegel ab, wenn jemand bei dir zu Hause stirbt. 40 Tage lang, ne? Aber das Krasse ist, ich habe Gänsehaut. Oh, eine meint, behandelst uns wie Engel. Walla, Gänsehaut bekommen. Danke für den Satz. Guck mal. Ich sag, oh, Gänsehaut, walla. Also, das Ding ist, kennt ihr diesen Aberglaube, wo man sagt, dass wenn man einen Spiegel kaputt macht, man 7 Jahre Pech hat? Wer kennt das alles? Schreibt mal in die Kommentare, wer das alles kennt. Wenn man Pech hat, wenn man einen Spiegel kaputt macht, hat man 7 Jahre Pech. Wer kennt das alles? Ich denke mal, es kennt jeder von euch, oder? Ja, originale Cola. Bruder, Placement hat direkt einmal muss sein. So, schreibt mal bitte hin. Okay, für die, die es nicht kennen, das hat man auch früher bei Deutschen, vor allem dieses Ritual mit dem Spiegel abdecken, ne? Also, was ich euch gerade erzählt habe, 40 Tage den Spiegel abdecken, wenn jemand stirbt, das ist ein deutsches Ritual, ne? Das kommt von den Deutschen. Das ist krass, das ist wirklich krass. Überlegt mal, das kommt von den Deutschen. Also natürlich sagt man das bei uns Muslimen auch, aber das wurde auch früher in Deutschland oft gemacht. Also, ne, das ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Ritual. Ich hatte damals auch sehr, sehr alte so Omas, die bei uns in der Nähe gewohnt haben, ne, die haben das auch, die kannten dieses Ritual. Also, die waren schon über 90 oder so. Also, jetzt erzähl ich euch mal weiter. Das Ding ist, guck mal, ihr kennt zum Beispiel, jetzt erzähl ich euch mal, warum man den Spiegel überhaupt abdeckt. Da hat auch gerade eine die entscheidende Frage gestellt. Warum man einen Spiegel überhaupt abdeckt, ist folgendes. Ich habe zum Beispiel mich sehr viel für Kunstgeschichte damals interessiert, okay? Jetzt zeige ich euch mal was. Pass auf. Ich zeige euch mal ein Bild eines Künstlers, okay? Das ist mein Lieblingskünstler. Der Albrecht Dürer aus der Renaissance, okay? Jetzt zeige ich euch mal was. Damit ihr nur versteht, was ich meine. Hier. Dieser Künstler beispielsweise, ja? Dieses Bild, guck. Das hatte ich damals im Abitur als Thema, das Bild. Ich zeig euch das jetzt, dann versteht ihr alles. Guckt, ihr seht dieses, Moment. Ihr seht dieses Bild, okay? Seht ihr dieses Bild, dieses Künstlers? Seht ihr das? So, das Bild ist aus, ich weiß nicht, aus welchem Jahr, 1800 irgendwas, ist aus der Renaissance-Kunst, okay? Das ist ein Bild eines Künstlers, der heißt Albrecht Dürer. Jetzt kommt was Gruseliges. Guckt euch mal das Bild genau an. Wir hatten das im Abitur als Thema. Ich sag euch mal was Gruseliges. Dieser Typ, guckt mir mal genau in die Augen. Egal, wo ich jetzt das Handy hinhalte. Der ist Kurde. Genau, egal, wo ich das Handy jetzt hinhalte, ne? Halte ich das Handy ein bisschen so, er guckt euch immer noch in die Augen. Halte ich das Handy so, guckt er euch immer noch in die Augen. Halte ich das Handy so, guckt er euch immer noch in die Augen. Halte ich das Handy so, guckt er euch immer noch in die Augen. Versteht ihr? Ihr seht das, ne? Egal, was ich mache, er guckt euch die ganze Zeit in die Augen. Hier, der guckt euch immer noch in die Augen. Immer noch. So. Er guckt euch die ganze Zeit in die Augen.
Seht ihr das? Ihr kriegt das nicht weg. So. Und dieses Gemälde, was der damals gemalt hat, der Typ, der hat in seiner Geschichte damals gesagt, jetzt kommt nämlich der entscheidendste Teil, damit ihr alles versteht, warum man das mit den Spiegeln macht. Der Typ, seht ihr, fällt euch etwas auf? Fällt euch etwas auf an der Komposition dieses Bildes? Fällt euch etwas auf an der Komposition dieses Bildes? Guck mal seine Haare und seinen Kopf an. Welche geometrische Form hat das? Sag mal, welche geometrische Form hat das? Die Haare und sein Kopf. Welche geometrische Form hat das? Guckt wirklich, welche, ihr kriegt einen Schock. Walla, ihr kriegt einen Schock. Welche geometrische Form hat das? Dreieck. Kurven. Nein, jetzt ehrlich. Es hat eine Dreiecksform. Jetzt pass auf, jetzt kommt das Gruselige. Das Ganze nennt sich Dreieckskomposition. Das Bild hat eine Dreiecksform. Das Dreieck zeigt nach oben. Okay, das Dreieck zeigt nach oben. Dieses Dreieck daneben, Moment, dieses Dreieck daneben, pass auf, seht ihr das Dreieck daneben? Seht ihr das? Das Dreieck daneben zeigt nach unten. Ne? Das Dreieck seines Kopfes zeigt nach oben und das Dreieck daneben zeigt nach unten. Ihr seht das, ne? Und wisst ihr, was da drin steht in diesem Dreieck, was nach unten zeigt, neben seinem Kopf? Da steht drin, Artisto de Nuva. Das ist Latein. Guck mal hier, Bruder, das Dreieck zeigt nach oben. Und daneben ist eine Schrift, das zeigt was nach unten. Und da steht auf Latein drin, Artisto de Nuva. Das heißt, gottgegebener Künstler. Gottgegebener Künstler. Er zeigt mit seinem Körper nach oben, ne? Mit seinem Kopf, mit dieser Dreieckskomposition, zeigt er nach oben. Warum? Weil er sagt, er wurde von Gott herabgesandt, um zu malen, aber so krass zu malen, dass es aussieht wie ein echter Mensch. Ne? Er nennt sich gottgegebener Künstler, Audubile, so nennt sich der Hurensohn. Gottgegebener Künstler nennt er sich. Deswegen hat er diese Dreieckskomposition gemacht. Er ist nach dem Motto von oben gekommen. Ne? Genau, er sieht sich nicht als Gott, aber er macht eine göttliche Geometrie in seinen Bildern rein. Und jetzt kommt nämlich das Krasse. Und da haben die den Typen gefragt, das ist Albrecht Dürer, warum machst du das aber? Genau, siehst du, so. Dann haben die den gefragt, warum machst du das aber? Dann hat er gesagt, das kommt das Schlimmste, das steht auch im Islam, das ist das Gruselige, wenn man sich mit Geschichte auseinandersetzt, ist, ey, wer checkt jetzt nicht, was ich meine? Dann erkläre ich euch das auf Kanackendeutsch nochmal. Schreibt jetzt rein, wer das nicht checkt, dann erkläre ich das auf Kanackendeutsch nochmal. Schreibt wirklich, das ist kein Problem, wenn ihr nicht checkt. Ich bin kein Lehrer, der nicht nochmal erklärt. Nochmal erklärt, schreibt ich. Ich. Okay, ich erkläre euch jetzt auf Kanackendeutsch, wie ihr das wollt. Yalla, Gibi, wartet, kommt Abi mit Kedex-Style. Guck, Bruder. Ich erzähle dir jetzt ganz normal, erkläre ich euch. Ich hatte damals Schule. Ihr kennt das Fach Kunst. Ne? In Kunst habt ihr auch Geschichte, ihr redet über Künstler, der aus der Zeit, ganz normal. Okay, da war eine Zeit, eine Epoche, die hieß Renaissance. Okay, das war eine Zeit, 17. Jahrhundert bis weiß ich nicht was. Safir. Le Mohem, dann hatten wir in dieser Kunststunde diesen Künstler hier, den Hurensohn. Und der Hurensohn hier heißt... Sieht aus wie ein kurdischer Bratan von uns, ja? Er sieht aus wie ein kurdischer Bratan. So, seine Haare, geil, alles gut. Seine Hand war bestimmt vorher an seinem Jarak, ich weiß gar nicht. Ist auf jeden Fall, sieht aus wie ein Kanaka auf jeden Fall, ne? Hier, so wie ein Osman Babacan irgendwas, okay? So. Und weil dieser Hurensohn hier hat Bilder gemalt. Und da haben die seine Bilder angeguckt, die Leute so, boah, krass, der malt mies, der gibt richtig, der ist der Bruder, der ist Ratar und so, dies und das. Da haben die den angeguckt, so seine Bilder genauer angeguckt, dann haben die Leute gemerkt, boah, der Hundesohn, mies gemalt, dieser Osman, der ist Ratar. Aber dann haben die Leute gemerkt, guck mal, guck mal, Bruder, dieser Osman, wenn du sein Bild genauer anguckst, Bruder, dieser Kopf sieht aus einfach wie ein Dreieck mit seinen Haaren. Versteht ihr? Dieser Babacan sieht einfach aus wie ein Dreieck mit seinen Haaren. Seht ihr das? Und dieses Dreieck zeigt nach oben, Bruder. Und was ist oben? Oben ist Gott, Bruder. Er zeigt mit seinem Kopf, mit seinen Haaren, zeigt er nach oben. Die Leute so, hey, come on, Abi, was ist los mit dir? Wohin du hast einfach Dreieckkopf? Einfach Zirkus, Walla. Wohin einfach du hast Dreieckkopf? Aber dann, okay, was ist mit dir los? Und dann sagt er zu denen, Bruder,
Guck mal, was ich daneben gemacht habe. Hier, diese Seite. Siehst du das? Da, Bruder, siehst du das? Da ist auch ein Dreieck. Aber dieses Dreieck zeigt nach unten, Bruder. Da haben die gesagt, ey, dein Kopf zeigt nach oben mit deiner hässlichen Fresse. Aber diese Schrift daneben zeigt nach unten. Da. Meinte, ja, ich weiß, Bruder. Ich habe extra gemacht, dass mein Kopf nach oben zeigt wie ein Dreieck und mein daneben das nach unten. Haben die ihn gefragt, Bruder, warum? Bist du Illuminati? Bist du Yahudi? Ich weiß nicht, du Hundesohn, warum hast du das gemacht? Hat der gesagt, wenn man das genau liest. Warte. Wenn du das genau liest, was da steht. Da. In diese Dreieck. Jetzt seht ihr, dass es ein Dreieck ist, ne? Da steht drinne. Artistu de Nuva. Und Artistu de Nuva, Audubile, du kleiner Hurensohn. Artistu de Nuva, Audubile, also was da drin steht, hier drin, heißt gottgegebener Künstler. Gottgegebener Künstler. Dieser kleine Yahud, dieser kleine Misraharan, dieser kleine Qabo, er hat allen Ernstes dann gesagt zu den Leuten, er ist ein gottgegebener Künstler, deswegen macht er den Aufbau von seinem Bild, seine Komposition so, dass das so göttlich aussieht, Audubile, so Dreieck zeigt nach oben zum Himmel, das nach unten, so, das sieht alles so echt aus und so. Warte, Telefon, ich mach kurz die Türe zu, damit ich warte. So. Also, damit ihr versteht, habt ihr soweit verstanden? Habt ihr soweit verstanden? Weil jetzt, habt ihr jetzt verstanden, oder nicht? Dann erkläre euch jetzt weiter, weil jetzt kommt nämlich die gruselige Sache. Tamam, okay, jetzt geil, ey, wie geil, wieso versteht ihr? So habe ich meinen Schülern manchmal auch erklärt. Wallah, ich habe meinen Schülern manchmal genauso erklärt, so. Mach diese X weg, mach so. Lumohin, diese Dreieck zeigt nach oben, das nach unten. Dann haben die diesen Künstler hier gefragt, haben die den gepackt, zu fünft, wie Le Janko mich, haben die den gepackt, haben gesagt, ey, du erklärst uns jetzt, warum du deine Bilder so malst. Hat der paar Sachen verraten, ne? Hat der einmal gesagt, meint der, guck mal, Bruder, der meint, guck mein Bild an, Bruder. Guck mir in die Augen, Bruder. Guck mir in die Augen. Yalla. Stresserblick, du weißt, Stresserblick. Er sagt, Bruder, egal ob du so guckst, ich sehe dich. Egal ob du so guckst, ich sehe dich. Egal ob du so guckst, ich sehe dich. Ey, Stalker, meine Freunde, ihr seht das. Er sieht euch die ganze Zeit, egal wo du hingehst. Du bist beim Kacken und er sieht dich. Ja? Er sieht dich. Und das ist das, du Hurensohn. Und das ist das Krasse. Egal, wo du hingehst, guck mal, er sieht dich. Haben die Leute dem gesagt, ja, mach dick Auge. Haben gesagt, mach kein Auge, Bruder. Warum guckst du mich die ganze Zeit so an? Willst du Schläger haben oder was? Und hat er den Leuten gesagt, jetzt erkläre ich euch ein paar Sachen, Leute. Jetzt kommt das Gruselige an der ganzen Sache. Er meinte, ich guck den Leuten extra in die Augen, egal wo sie hingehen. Er sagt, wenn du mein Bild aufhängst, bei dir zu Hause, sehe ich dich, egal wo du bist. Ich sehe dich, egal wo du bist, genauso wie Gott. Guck mir in die Augen, ich sehe dich, egal wo du bist. Geh nach da, komm mir entgegen, ich sehe dich. Geh nach da, ich sehe dich. Ich sehe dich, ich sehe dich. Ja? Er hat gesagt, ich sehe dich. Und ich gucke den Menschen so in die Augen, weil ich damit zeigen will, dass euch Gott auch sieht, egal wo ihr seid. Gott sieht euch auch, wo ihr seid. Und ich bin ein Künstler, ich bin von Gott geschickt worden, deswegen sehe ich euch auch. So, das meint er damit. Wisst ihr, was ich meine? Das war schon mal mies, ja? Da meint der Hurensohn so, ja, deswegen, Strafullah. Aber das kommt aber krasser. Da haben die denen gesagt, ey, was bist du für ein Hundesohn? Ja, nee, du siehst alles und so. Meint er, ja, ich möchte mit diesen, wenn ich einem Menschen so in die Augen gucke, das zeigt diese Furcht, diese Allmacht Gottes soll der Mensch in mir sehen. So, das hat der Hurensohn mit dem Bild gesagt. Ich hab 1+ geschrieben bei dem Thema, ich hatte 1+. So, jetzt kommt das Schlimmere. Danach haben die dem gesagt, so, tamam, du bist ein Hurensohn, krass, was du da machst und so, dies und das, ist nicht gut und so. Auf einmal, es geht noch schlimmer, Leute, es geht noch viel, viel schlimmer. Zeige ich euch noch was. Ich mache erstmal das Bild zu Ende. Tamam. Dann haben die den gefragt, so, ey, der malt immer so. Guck mal, dieser Hase zum Beispiel, seht ihr diesen Hasen? Den hat er auch gemalt. Was denkt ihr, wie wurde dieser Hase gemalt? Was denkt ihr, was das für ein Hase war? Jetzt denk mal logisch nach. Was denkt ihr, was das für ein Hase war? Ich zeige euch mal was Krasses jetzt über diesen Hasen. Was denkt ihr? Was denkt ihr mit diesem Hasen, was da war? Wie kann der Hase da so sitzen, dass der den so malt? Ja, das Hase, das normal, das Hase, Bruder. Andere rauchen diese Hase, aber ich sag euch was.
Dieser Hase, der ist tot. Dieser Hase ist tot. Das ist ein toter Hase, den er gemalt hat. Weil kein Hase könnte so ruhig bleiben, dass der den so genau malen kann. Jedes einzelne Haar so detailgenau. Das ist ein toter Hase, den der abgemalt hat. Guck mal. Du kannst nicht einen Hasen malen, Bruder. Er wird weglaufen nach einer Zeit, wenn er dich sieht. So, und früher, 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, da gab's nicht Kameras, wo du anzoomen kannst, dass du ein Foto machen kannst von dem. Sowas gab's erst 2000 oder keine Ahnung, 1998 oder 89 oder so. Aber sowas gab's früher nicht. Das ist ein toter Hase. Er hat einen toten Hasen genommen, den da hingesetzt. Fertig. So, das ist das Krasse. Und jetzt sage ich euch das. Das ist wirklich so. Fragt eure Lehrer. Und jetzt sage ich euch noch eine Sache. Und zwar, da kommt diese gruselige Sache. Dann haben die dem gesagt, diesem Künstler, warum malst du deine Bilder so echt, dass das so aussieht, als wäre diese Person gerade am Leben oder dieses Tier am Leben, warum malst du das so, warum tust du uns das an, du Hundesohn? Und dann sagt er zu denen eiskalt, das steht auch im Islam, jetzt kommt nämlich das Gruselige, er sagt, ich möchte, wenn ich ein Bild male, eine Seele festhalten. Ich möchte eine Seele im Bild festhalten. Ich möchte, wenn Leute das Bild sehen, dass die denken, dass diese Seele gerade, dass dieser Mensch gerade lebt. Dass der gerade in einem Bild da sitzt und wirklich noch am Leben ist. Er möchte damit Seelen festhalten. Deswegen sagt man bei uns im Islam, es ist haram, Bilder aufzuhängen von Menschen. Ist eigentlich nicht gestattet, laut unserer Religion. Warum? Weil man sagt, dass man mit Bildern versucht, ein Nefes, also eine Seele, festzuhalten, gefangen zu halten, in einem Rahmen hältst du eine Seele gefangen. Ja? Und jetzt kommt nämlich das, wie heißt der Pachbo? Der Hurensohn heißt Albrecht Dürer. Aber jetzt kommt das Krasse. Die sagen euch, ja, wir wollen mit Bildern eine Seele festhalten. Und im Islam steht das ja genauso, dass man halt mit Bildern Seelen festhält. Okay? Also mit solchen Bildern jetzt. Wir reden jetzt nicht hier von so einem Super Mario, wir reden jetzt von solchen Bildern, die ja darauf abgestimmt sind, realistisch wie möglich und, keine Ahnung, menschlich wie möglich auszusehen. Von solchen Bildern reden wir jetzt. Aber jetzt kommt das Krasse. Und im Islam steht das Gleiche. Und jetzt zu dem Ritual, damit ihr den Zusammenhang versteht. Jetzt zu dem Ritual. Man sagt ja, wenn du einen Spiegel kaputt machst, dann hast du 7 Jahre Pech. Wenn das einer früher zu mir gesagt hat, habe ich gesagt, ja, fick deine Mutter, was 7 Jahre Pech, ja, Mann. Ach, hier. Danach hatte Minus auf Konto. Nein, hier so, ah, fick deine Mutter, was 7 Jahre Pech. Auf einmal, ich überlege so, ich gucke so schon letztens, die Römer, ihr kennt diese Römer, ne? Kennt ihr, auf jeden Fall Römer kennt ihr aus Schule, Geschichte, 6. Klasse, ihr kennt Römer. Immerhin diese Römer, ja, haben gesagt, früher, wenn man in einen Spiegel reinguckt, ja, dann ist das so, dass du deine Seele siehst. Weil, guck mal, wenn du einen Spiegel guckst, Bruder, ich bewege mich, das bewegt sich genauso wie ich jetzt gerade auch. Sekunde gleich, Millisekunde gleich, alles gleich. Guck mal, alles bewegt sich richtig, richtig identisch. Ja, so. Ihr wollt Horrorstream, kriegt jetzt Horrorstream, so wie ihr gesagt habt. Guck, ich bewege mich, alles bewegt sich. Ganz normal, Sekunde für Sekunde, Minute für Minute. Ja? Einer meint, hängt. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Guckt heute in den Spiegel, macht so, jedes einzelne Haar bewegt sich genauso, wie ihr euch auch gerade bewegt. Deswegen hat man früher gesagt bei den Römern, ey, im Spiegel hält sich meine Seele fest. Da fängt man eine Seele, weil man sieht sich ja selber. Okay? Und das Ding ist, dann haben die gesagt, die Römer, wenn du einen Spiegel kaputt machst, ja, dann ist das so, als hättest du eine Seele kaputt gemacht. Versteht ihr? Du machst einen Spiegel kaputt, es wäre so, als hättest du eine Seele kaputt gemacht. Und bis sich eine Seele neu regeneriert, sagt man, dauert das 7 Jahre. 7 Jahre dauert das, bis eine Seele regeneriert wird. Und deswegen sagt man, wenn du einen Spiegel kaputt machst, dass du 7 Jahre Pech hast. Das ist ein Aberglaube. Kann sein, dass es ein Aberglaube ist. Das kommt aber halt von den Römern. Ich wusste das nicht. 7 Jahre dauert das, bis eine Seele sich regeneriert und dein Spiegel kaputt machst, dann heißt es 7 Jahre, bis du halt dann deine Seele, bis die Seele sich regeneriert hat und dann ist der Fluch quasi von dir weg. So. Und daher kommen auch diese ganzen Rituale wie Bloody Mary Challenge und ihr kennt Bloody Mary Challenge, ne? Kennt ihr das? Das ist zum Beispiel ein Aberglaube.
Bloody Mary ist ein Aberglaube. Das kann ich euch erklären. Ist auch ein Aberglaube. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, Bloody Mary war doch so eine, die umgebracht wurde und keine Ahnung. Aber bei Bloody Mary, warum das Ganze passiert ist, es ist durch den sogenannten Caputo-Effekt. Könnt den später mal, wenn ihr nach dem Stream hier fertig seid, könnt ihr mal den Caputo-Effekt googeln. Wenn du in einem dunklen Raum bist, ja, Licht ausmachst und überall Kerzen hinstellst und dann in den Spiegel siehst, dann ist das normal, dass durch dieses Licht der Kerzen auch dein Spiegelbild anders reflektiert und du dann anfängst, auch rein psychologisch etwas im Spiegel zu sehen, was du rufst. Geh vor deinen Spiegel, stell Kerzen dahin, mach Licht aus, sag AVK, 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 wenn dich komm einfach. Weil, Bruder, ist doch normal. Dein Kopf denkt gerade an AVK, Licht ist aus, Kerzen an, dein Kopf ist darauf eingestellt, dass gleich was passieren wird. Normal wird dann was passieren. Weißt du, wenn ich eine geile Chaya sehen will, ich gehe in den Spiegel, ich gehe in den Badezimmer, ich mach Kerzen und sag, kahna, dann, yo, bitch, was geht ab? Nein, aber ist das Schmeine. Caputo-Effekt oder so heißt das, glaube ich, Caputo-Effekt. Wisst ihr, ist das? Deswegen, das hat auch mit Kopf zu tun. Du willst dir das ja auch irgendwo ein. Jetzt schiebt ihr Lachkick. Gerade habt ihr euch in die Hosen geschissen, jetzt schiebt ihr alle Lachkick, ne? Ja, ist halt dreckig. Jetzt aber mal, haha, Bruder. Geil, ich mache euch gleich noch mehr Angst. Wartet. Aber ihr verletzt, jetzt könnt ihr lachen, ne? Ja, ich glaube nicht an diese Bloody Mary und so. Ich glaube nicht dran, Bruder. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube daran glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass, guck mal, zum Beispiel gab es noch so ein Ritual. Da wird irgendwie gesagt, so, ja, wenn du in einen Raum bist, das ist auch voll behindert, du setzt dich in einen Raum und dieser Raum muss überall mit Spiegel full sein. Unter deinem Arsch muss sogar Spiegel sein. Überall. Und dann siehst du dich ja in den Raum 1000 Mal, ne? Und dann sollst du in dem Raum so sagen, nach dem Motto, du stellst dann deinem Ich, deinem Zukunfts-Ich Fragen, sagst irgendwie so, Bruder, morgen Döner oder Dürüm. Bruder, soll ich das oder das machen? Bruder, soll ich mir die klären oder nicht? Bruder, soll ich so machen? Und dann werden diese ganzen Spiegelbilder, wo du dich da die ganze Zeit siehst, diese ganzen 1000 Male, die du siehst, einer von denen wird dir antworten, wird dir sagen, Bruder, Dürüm ohne scharfe Soße. Einer wird sagen, Bruder, klär die Chaya, walla. So, wisst ihr, es ist halt normal, dann sagen wir, soll angeblich so sein, aber das glaube ich auch nicht. Wisst ihr, stell mal vor, du sitzt da im Raum. Bei uns Kanaken geht das eh nicht. Bei uns Kanaken, wenn da 1000 Spiegelbilder von uns werden, die werden alle durcheinander rennen. Bruder, nein, Bruder, da labert Scheiße. Bruder, ich fick den. Bruder, tamam, diese Döner ist nicht gut, die Fleisch ist nicht gut. Bruder, halt dein Frist, das Laden von meinem Kollegen, Bruder. Bruder, bei uns diese Spiegelbilder würden sich streiten. Die würden sich gegenseitig anspucken, die würden rauskommen und sich vor uns wichsen. Ich würde, ey, wenn die mir die Möglichkeit geben würden, dass ich einen Horrorfilm mit Kanaken drehe, ihr würdet euch totlachen. Ich würde so Bloody Mary Ritual machen. Kachma! Bruder, ist die Kachma! Boah, Bruder, die ist geil. Ja, ja, Bruder, boah. Ey, ich würde einen Film machen, ihr würdet euch totlachen. Ich schwöre. Am Anfang so richtig ernst. Abo, was ist da und so. Das ist bei Kanaken normal, da gibt's nicht diese Gruseln. Da ist so, ja, Motto-Horrorfilm. Wir glauben daran ein bisschen so, aber es ist, man kann das nicht ernst nehmen. Man kann das nicht ernst nehmen. Guck mal, ich gehe mit Heike, Psychiatrie mit Bekir. Was macht Heike? Er macht Lied von Bekir an. Subgang, Subgang, sagt der Bitch, wenn ich mit... Ey, das ist doch krank. Das sind doch alle behinderte Menschen, Alter. Es geht doch nicht. Ich habe so Bock, einen Horrorfilm mit Kanaken zu drehen. Ich schwöre. So mit Sammy oder so. Da kommt ein Geist, sagt Sammy zu dem... Ah, fick deine Mutter, du Geist! Ah, fick deine... Gib mal ein Dashi-Joint, Bruder! Kauf... Sammy packt sich den Geist so. Hast du ein Album bestellt? Nein? Du hungerst und erbiss dich, Alter. Oh, geil, Alter. Deswegen, das ist doch Lachkick, Alter. Oder kommt ein Lejanko an. Du machst Witze über meinen Vater, sagst, dass der ein Geist ist. Junge, dein Vater ist noch am Leben. Das ist nur Spaß, Digga. Heult aber rum. Schwöre, ey, ich und Heike, wir wollten uns letztes Mal Ghostbusters-Kostüm kaufen. Und dann wollten wir so rumlaufen und der fängt mich so ein. Ey, hä? Junge, normal schiebe ich weiterhin Lachkick über sowas. Es gibt natürlich Sachen, wo ich mir wirklich denke, okay, jetzt ist ernst. Wo ich Psychiatrie war, wallah, ich habe selber geheult. Ich schwur auf Koran, ich habe geheult, weil ich hatte wirklich Angst.
Ich hatte wirklich Angst in dem Moment. Aber dann im Nachhinein, wo ich das Video geschnitten habe, ein paar Tage später, habe ich so gelacht, dachte mir so, boah, das war aber schon ein miese Video und so. Das ist immer so, wenn ich ein Horrorvideo drehe, das ist ein Gefühl, ich habe ein, zwei Tage lang richtig Angst, so wie ihr. Ich kann nicht schlafen, ein, zwei Tage richtig Angst. Danach, ich gucke dieses Video und dann kriegt ihr, dann lache ich nicht so, ey, lach ich, das war schon geil, war schon behindert. Obwohl ich geheult habe, wo Heike weg war. Heike, bitte komm, Heike, bitte, Heike, Bruder. Ich hab echt geheult, so, ich bin so eine Pussy, ich hab echt geheult. Und der lacht mich aus. Hey, was soll passieren, Alter? Das ist nur ein Wald, das ist kein heiliger Ort oder so, Spaß, die Junge. So, ey, aber mit so Kanaken so einen Horrorfilm drehen, das wäre so geil, Alter. Stellt euch mal vor, wir drehen irgendwie so Saw mit Kanaken. So fünf Kanaken in einem Raum. Hallo, so habt ihr Bock auf ein Spiel? FIFA, Bruder, abo, FIFA, Bruder, voila, FIFA. Ich hab nur zwei Controller, Bruder, hol Pfeife und FIFA und dann... Und dann, okay, alles klar. Der Gewinner kriegt den Schlüssel. Der Verlierer muss im Zimmer bleiben. Tamam, gut. So, Song mit Kanaken. Habt ihr Bock auf ein Spiel? FIFA, Abo, Bruder. Warte, der gefällt mir diese. Geil. Das ist mir so lachen. Ich glaube, ich mache so ein Video. Horrorfilm mit Kanaken. Ich glaube, ich mache ein neues Format. Warte, ich habe gerade voll die Ideen. Horrorfilme mit Kanaken. Das wäre geil. Ich habe richtig Bock, sowas zu machen. Horrorfilm mit Kanaken. Hast du Bock auf ein Spiel? Ja, Bruder, warte, immer. Tipico, das ist immer. FIFA, Alkohol, Bruder. Ey, geil, Alter. Junge, ich wette, hätte ich die Möglichkeiten, ne? Mehrere Kameras, krassere Equipment und so. Ey, Digga, ich hätte Filme gedreht, Leute. Ihr hättet euch totgelacht. Ich bin behindert bei sowas. Frag meine Freunde, sagen immer, Junge, du hast Film, du hast im Kopf Filme. Ey, Junge, Alter. Boah, ich hab grad voll die Ideen wegen euch, ich schwör's euch, Lachkick. Ich überleg, ich mach halt noch ein bisschen... Erstmal muss ich jetzt hier Dingens, ich will die Tage noch, ich weiß jetzt nicht wann, will ich einen Real Talk machen. Ich hab das auch schon so eigentlich aufgenommen. Ist ein ernstes Thema so, nochmal will ich mich nochmal zu der Sache äußern, wie ekelhaft, das muss sein auf jeden Fall, wie ekelhaft LeJunko gegenüber seinen Freunden ist, sprich gegenüber den Leuten, die uns angegriffen haben. Ich werde euch eine Sache zeigen. Ihr werdet selber sagen, boah, das ist echt hart. Er sagt da zu mir die ganze Zeit, ABK, du hast Heike liegen lassen, bist abgehauen und so. Dann werdet ihr mal sehen, was der gemacht hat. Ja, weil er hat was viel, viel Schlimmeres gemacht. Wisst ihr? Und ich werde euch dann auch sagen, ob ich anzeige, ob ich nicht anzeige, ob ich schon angezeigt habe, werde ich euch alles dann in dem Video sagen. Ja? Und dann werdet ihr eigentlich auf dem neuesten Stand der Dinge sein. Und danach werde ich in jedem Video weiterhin bei LeJunko aufmucken, am Rande, immer so auf Spaß, extra, wenn ich einen Geist sehe, ich sage, ah, LeJunko, extra, so. Ich werde den Jungen extra die ganze Zeit so provozieren und rumsticheln. Das die ganze Zeit. Damit ihr Bescheid wisst. Zeig an, Bruder, voila, zeig an. In dem Video werdet ihr schon sehen, ich werde euch da was genauer erklären. Das wird halt Real Talk, so. Aber danach, Leute, ich habe euch gesagt, jetzt gerade schon, Ich werde euch danach Lachkicks machen. Ihr werdet sagen, dieser Junge ist offiziell geistig behindert. Warum, was machen wir mit dem? Okay? Ihr werdet sehen. Ihr werdet euch mal behindert lachen. Ihr werdet sehen, dass ich ein kranker Mensch bin. Aber erstmal muss ich hier Real Talk machen, weil das brennt mir auf dem Herzen. Ich muss das unbedingt loswerden, so. Weißt du? Aber feiert ihr auch Real Talks, manche von euch? Schreibt mal, ob ihr auch Real Talk feiert. Ich mach so ein, ja, schreibt mal, ob ihr das auch manchmal mögt, so ein bisschen Real Talk. Ja, Mann. Ich glaube auch diese Real Talk, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ohne euch jetzt hier was, ja, geil. Ich glaube, diese Real Talk wird aber viele von euch auch, viele von euch werden das verstehen. Es ist jetzt nicht so ein Thema, wie wenn du über verstorbene Vater redest, dass das dann halt nur die Leute verstehen, die das auch erlebt haben oder so. Es ist ein Thema, das versteht ihr alle, weil das ist eine Sache eigentlich, mit der hat jeder was zu tun. So, das werdet ihr auf jeden Fall verstehen. Ihr werdet auch auf alle Fälle das checken. So, das auf alle Fälle. Deswegen, es wird euch auch helfen, da werden ein paar Messages sein, ey, nach Realtalk-Videos manchmal muss ich heulen, das fuckt mich richtig ab, dann habe ich vorher mit meiner Schwester geredet, so, dann gehe ich in mein Zimmer, fange an, den Realtalk zu drehen, und wenn ich das dann gedreht habe, dann heule ich kurz so, jetzt nicht so extrem, aber so ein bisschen, dann sitze ich auf meinem Bett, dann heule ich ein bisschen, und dann mache ich meistens dann schneide ich das gar nicht an dem Tag, weil mich das dann so ein bisschen, das berührt mich dann selber, so. Das ist scheiße, deswegen, wenn ich ein Realtalk-Video gemacht habe, ich kann mir das selber nicht nochmal angucken. Wenn ich mich dann selber da sehe, dann fühle ich mich so komisch, so ich schäme mich so. Weil es ist dann so, als hätte ich mein T-Shirt ausgezogen
und so richtig mein Herz gezeigt. Wisst ihr, so, dann habe ich so ein komisches Schamgefühl. Ich könnte das niemals vor jemandem gucken, das Video so. Vor meinen Freunden oder. Und auch wenn zum Beispiel, wenn ich einen Retalk mache, dann schicke ich meine Freunde mal raus. Wenn Heike dann da ist, sagt Heike, geh raus, ich kann vor dir das nicht machen. Ich kann vor dir nicht so reden. Wunder, ich kann das nicht. Das ist richtig krank. Ich kann nicht vor meinen Freunden Real Talk-Videos drehen, das geht nicht. Ich kann das nur, wenn ich alleine in meinem Zimmer sitze, ganz alleine, so mitten in der Nacht, stehe ich dann auf und dann mache ich das. Ich kann das nicht vor Leuten, das ist richtig komisch. Übertrieben komisisch ist das. Weil dann mittendrin ist das halt so, du redest, dann mach ich mittendrin so, dann schneide ich das weg und das könnte ich von meinen Freunden gar nicht, null. Ja, ich weiß nicht, ob das normal ist, Bruder. Ich weiß echt nicht, ob das normal ist. Ich finde das halt scheiße, weil eigentlich, dann könnte ich ja immer so Real Talk machen. Aber es ist so schwierig. Und wenn dann Hurensöhne kommen und sagen, oh, macht der traurige Musik dahinter, will der seine Leute manipulieren. Lang, du Hurensohn! Soll ich da Disco-Musik machen, von Super Mario-Musik machen, wenn ich da über ernste Themen rede oder was? Was das für Fotzen sind? Macht der traurige Musik? Soll ich da Disco-Musik machen? Das ist oder was? Soll ich da marokkanische Hochzeitsmusik drunter legen? Auf jeden Fall, Leute, Freundschaften. Oh, hallo, wo ist das Real Talk? Oh, richtig behindert. Oh, du willst deine Leute manipulieren, damit die dich irgendwo... Wo, Bruder, wo? Die Leute, die sagen, dass ich da einmal manipulieren will, die haben, wisst ihr, was das Problem bei diesen Leuten ist? Die haben das Video gesehen und denken sich, boah, scheiße, der hat recht, was der gesagt hat. Normal habe ich recht, ich habe mit meinem Herzen geredet, du Hundesohn. Dann merken die so, scheiße, der hat recht. Und dann denken die sich, oh fuck, der hat mich berührt. Boah, ich darf keine Tränen zeigen, nein. ABK versucht seine Leute zu manipulieren. Ja. Junge, kleine Hurensöhne, kein einziger YouTuber von euch redet zu seiner Community, baut die mal auf, macht denen Motivation, macht denen sonst was. Jeder Hurensohn nur mit, heute Cola Challenge, heute das. Du kleiner Hurensohn. Keiner baut seine Community ein bisschen auf, dann wollen die zu mir kommen, sie einmal, du manipulierst deine Zuschauer. Was? Wo manipuliere ich, wenn ich von Anfang an schon gesagt habe, ich will nur Geld haben, ich bin eine Pussy. Wo, Bruder, wo? Du stellst dich ärmer da, als du bist. Du kleiner Hurensohn, wenn ich Geld hätte, dann würde ich mir doch richtig viel krasse Sachen gönnen. Natürlich werde ich mir ab und zu ein paar Sachen gönnen. Ich fliege mal vielleicht dahin. Aber es ist trotzdem eine Reise. Ein Flugticket kostet höchstens, weiß ich, 600 Euro, 500 Euro. Zahlst du vielleicht noch 500, 600 Euro da, hast du 1000 Euro. Das ist doch klar, dass man sich sowas leisten kann. Das kannst du sogar leisten, wenn du einen Nebenjob irgendwo machst. Aber Mann, dass ich keine Mist. Krieg ich wieder meine Psychosen gerade. Das ist die Hurensöhne, ne? Alles, was man sagt, ist. Boah, der macht Video über seinen Vater, nur wegen Klicks. Du kleiner Hurensohn, wenn ich Klicks haben will, dann geh ich einen Song mit Sammy machen, dann mach ich Klicks. Nicht mit so einem Thema. So richtig so. Er macht Beef mit Yunus und Ali, nur damit die Leute das sehen und er dadurch durch Mitleid mehr Abonnenten kriegt. Du kleiner Hurensohn, ist mein Vater gestorben wegen YouTube, damit ich Mitleid kriege oder was? Kleine Hurensöhne, sowas denke ich mir dann immer. Kleinen Hurensöhne, Alter. Das trifft mich immer ab. Als ob ich mir, warte, erzähl, als ob ich zu meinem Vater gesagt habe, Gott bewahre, stirb, damit ich Videos über dich machen kann. Was für Hurensöhne, Alter. Das fuckt mich dann immer ab. Richtige Hundesöhne. Richtig. Und dann, egal was ich mache, ich mache einen Witz über Lejankos Vater, sagt, er ist ein Geist, weil ich ja noch weiß, dass sein Vater am Leben wäre und so. Weil er, wenn Lejankos Vater etwas passieren würde, ich wäre der Erste, der Gebete sprechen würde. Aber dann mache ich einen Witz über Lejankos Vater, der noch Alhamdulillah am Leben ist, gesund ist und so. Sag, aha, dein Vater ist ein Geist. Dann kommt ein Lejanko, macht ein Video und sagt, ABK, dein Vater ist doch schon lange tot. Hä? So richtige Opferaussage. Rede gar nicht, du hast nicht mal zum Vater. Okay, sorry. Sorry, dass Gott mein Schicksal so vorherbestimmt hat. Ich darf jetzt nie wieder einen Witz machen über einen gesunden, lebenden Papa. Tut mir leid. Okay, wow. So richtig... Wisst ihr, ich verstehe sowas nicht. Das ist richtig behindert. Walla. Inshallah lädt einer diesen Stream wieder hoch. Dieser Re-Upload-Dietic. Bruder, lad diese Dingens hier hoch. Auf jeden Fall, Boba, das schreibt da mal schön drüber. Ansage an die ganzen Caps, die so... Walla, ich schwöre, ich mach sowas, red nicht über deinen Vater, das zieht dich nur runter. Ja, normal zieht mich das runter, aber Bruder, ich muss. Einmal, ne? Walla, einmal, ich schwör auf Koran. Ich bin draußen mit Heike. Ich bin am Essen. Ich esse was. Warum kommt so ein Bastard zu mir, wo ich noch diesen Beef mit Yunus und Ali hatte, mit der. Hey, ich feier dich, ja, aber guck mal. Walla, sag dir ehrlich, warum verkaufst du deinen Vater so viel Klicks?
Bruder, diese Essen, ich hab diese Salatblatt hier, ich dachte mir, ich spuck das jetzt in sein Gesicht. Ist das gerade dein Ernst? Ja, aber halt, warum machst du so Videos darüber? Warum, Mensch, Junge, mir wird doch keiner glauben, wenn ich einfach sagen würde, dass es... Ich musste doch diese Videos machen, damit die Jungs das zugeben. Ich musste das doch machen. Das hat doch sonst wetten. Warum hast du aber so viele Videos über die gemacht? Ja, weil die erst nach 4 Videos zugegeben haben, dass die das waren, Junge. So, dann alles auf mich immer schieben. Alles auf mich immer schieben. Immer gleiche Argumente. Der manipuliert, der ist ein Heuchler, der nutzt das für Klicks aus, kleine Hurensöhne. Ich bin wenigstens im Gegensatz zu anderen YouTubern ein bisschen kreativ, dass ich auch anders Videos machen kann, nicht so wie die. Ekelhaft. Richtig Hundesöhne, Walla, richtige Hundesöhne. Richtig Blamage, ekelhaft. Hallo, ja, reicht. Genug. Sag nicht so oft Hurensohn. Ja, allgemein sage ich das Wort. Nur nicht explizit an eine Person gerichtet. Ich heiße ein Schlechanko, dass ich einen Tod wünsche oder explizit an eine Person das sage. Abitur 1,7. Ja, Bruder. Hey, ich hab so Schwankungen manchmal. Ich bin so wie so eine Frau. So, da bin ich voll auf Wut. Dann bin ich wieder voll traurig. Dann wieder so. Dann lache ich. Dann wieder so. So richtig komisch. Wie so eine Frau bin ich manchmal. Wanda, krieg ich meine Phasen. Hey, Wanda, meine Schwester lacht sich dann immer kaputt. Die sagt immer, ey, Junge, du bist richtig behindert. Du hast so richtig komische Ticks. Auf einmal sitze ich, ja, und dann schwöre, ne? Ich schwöre, dann der Wurzeln und so. Dann werd ich so. Richtig komisch. Wanda, ich bin ein behinderter Mensch. Aber egal. AVK Army versteht mich, weil ihr seid selber behindert. Und viele von euch haben auch Scheiße durchgemacht, das sehe ich immer, wenn die mir das bei Instagram schreiben, das tut mir richtig leid. Schreiben Leute Nachrichten, Alter, ihre Eltern haben Streit, Familie streitet sich, dies und das. Walla, das ist heftig, das ist richtig heftig. Ich habe viel, viel Schlimmeres durchgemacht. Aber dann denke ich mir mal so, guck mal, diese ganzen Leute aus der Army, auch wenn ich nur sage, dass ich Geld will, letzten Endes so, die verstehen mich, ich verstehe die, so, ich bin da für Geld. Versuch euch trotzdem irgendwo ein bisschen zu helfen. Ist ja wie ein Lehrer, der will auch nur Geld, aber der versucht euch was beizubringen. Und so ist es bei mir auf YouTube genauso. So wisst ihr, ich bin aber jetzt kein Vorbild, ich will auch kein Vorbild sein. Aber halt, ihr wisst, was ich meine. Und dann, die Army versteht das dann. Und dann denk ich immer so, krass, nicht so scheiß Community wie bei den anderen. Oh, ja, du hast schön. Und es ist ganz anders. So. Du bist so geil, meine Mutter. Und warte, was hat er gesagt? Du bist mein Vorbild. Ey, ich will kein Vorbild sein, Leute. Ich sag euch, ich bin ekelhaft. Du bist so geil. Meine Mutter und Vater haben sich getrennt. Bruder, bleib stark, Walla. Hauptsache, deine Eltern sind beide noch da, weißt du? Kannst Mutter besuchen, kannst Vater besuchen. Hauptsache, deine Eltern sind glücklich. Ist die Hauptsache. Wenn die eine Trennung glücklicher macht, Bruder, dann ist das die Hauptsache. Du musst zum Wohle deiner Eltern gucken, weißt du? Und dann kannst du deine Eltern aufbauen. Das ist deine Aufgabe, Bruder. So, doch, ich schwöre, du bist Vorbild. Aber ey... Ich will kein Vorbild sein, weil ich würde niemals sagen, ich will ein Vorbild sein. Guck mal, natürlich gibt's ein paar Punkte, wo sich vielleicht ein paar denken, ey cool, das will ich auch so machen. Habe ich ja auch bei meiner Schwester oder bei manchen Freunden, die so damals in der Schule meine Freunde, die 1-0 gemacht haben, aber da war ich auch so, boah, geil, ich will auch so wie der und so. Aber ich selber, ich würde nicht sagen, ich bin ein Vorbild für die Leute. Ich will Vorbild sein. Das will ich gar nicht. Ihr könnt machen, wie ihr wollt, wenn ihr sagt, ich finde das cool, was der da sagt, ich bin der gleichen Meinung und so. Könnt ihr euch gerne inspirieren lassen, so, ich freue mich auch darüber. Aber ich selber würde niemals sagen, dass ich ein Vorbild bin oder Vorbild sein möchte. Weil dann heißt es, warum hast du das gesagt? Du hast doch davor das gesagt. Ja, normal widerspreche ich mir manchmal, ich bin doch ein Mensch, hallo? Ist doch so. Walla. Was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin Fisch. Shirin Asami-Fisch, Bruder. Ich bin aus dem Shirin Asami-Berg gekommen, Bruder. Walla, ich bin Fisch. Ich bin noch im März geboren. Bruder, du bist für manche Leute eine sehr große Motivation, deshalb empfindet sich das für dich. Ja, danke, Bruder. Mach mal Film. Bladitscha, ja. Auf YouTube kommen mies viele Spenden. Ich sehe das nicht, Bruder. Ich sehe das nicht. Ey, hat gerade einer geschrieben, der ist 11 Jahre, seine Mutter ist tot. Bruder, mein Beileid an dieser Stelle, Walla. Tut das leid. Bruder, 11 Jahre, du warst genauso alt wie ich, Bruder, Walla. Bleib stark, mein Schatz. Ich küsse dein Herz, Bruder, Walla. Ich kann eine Dua für den Jungen, Wallah, jetzt ohne Spaß, ich mach eine Dua für den Jungen, ich drehe kurz PC weg, ich kann das nicht vor Dingen zu machen, warte kurz.
Bleib stark, Bruder Wunder. Das ist krass. Habe ich auch gesagt, das ist nicht lange her. Boah, das will ich gar nicht, ich will gar nicht darüber jetzt reden, Wallah, ich will. Gut, dass ihr Dua gemacht habt, danke, Mann. Danke an alle, die Dua gemacht haben. Bruder, hier, alle haben Dua für dich, für deine Mama gemacht, Bruder. Bleib stark, Wallah. Wir sind alle bei dir, Bruder, Wallah, wir fühlen mit dir. Ich schwör's dir. Es klingelt gerade, ich komm, meine Schwester kommt, ich chill jetzt mit meiner Schwester auch ein bisschen. Bruder, bleib stark, Wallah, wir sind bei dir. Das macht dich zu einem jungen Soldaten, Bruder. Du bist im frühen Alter, lebst du diese harten Sachen. Du wirst schon früh zu einem Soldaten gemacht, Bruder. Das alles hat seinen Grund. Gott wollte es so, Bruder. Bleib so. Wallah, an alle, die Scheiße erleben, ihr seid junge Soldaten. Ich bin genauso wie ihr gewesen, Wallah. Junge Soldaten sind wir. Ich schwöre. Das Leben fickt uns, aber wir haben unsere Munition und wir wissen, wann wir die benutzen müssen. Stark bleiben, Wallah. Immer dran glauben.